Hi Leute und willkommen zurück bei Railway Empire. Wir sind hier gerade beim kleinen Zug, der irgendwie ein bisschen Probleme macht. Denn der fährt von dort nach dort und bringt irgendwie keine Sachen nach Pittsburgh. Jedenfalls keine aus diesem Teil hier. Ich weiß gar nicht warum. Braucht Pittsburgh keine Früchte? Was sind das? Früchte hier? Mais? Bedarf? Bestand? Komisch. Komisch, komisch. Und der bringt hier, was bringt der? Post und Passagiere, okay. Müssen wir mal schauen. Hier oben haben wir auch noch einen, der irgendwie von der Fracht her Probleme macht. Das ist auch nicht so schön. Aber ich wollte eigentlich mich mal hier unten weiterentwickeln. Wir sind ja hier in Knoxville und haben von Knoxville eine Verbindung nach Augusta. Und ich würde gern noch eine nach Atlanta basteln. Mal schauen, das brauchen wir dann nicht. Ja, das kriegen wir eigentlich hin. Müssen wir mal gucken. Von dort würde es zum Beispiel nach Montgomery gehen. Okay, schauen wir mal, dass wir hier so einen kleinen Bahnhof hinsetzen. So. Ja. Ist ein Stück weiter raus. So. Ach, du hast noch nicht verstanden, dass mein Bahnhof in dieser Stadt ausreicht. Ja, reicht dann nicht. Ist halt so. So, hier haben wir jetzt das Teil. Müssen wir mal gucken, dass wir hier ein bisschen was rausnehmen aus der Steigung. 5%. Es ist unglaublich teuer, aber wir haben eigentlich relativ viel Geld. Also eigentlich könnten wir den hier mit einer geringen Steigung fahren lassen. Ja, so, wir bauen das jetzt einfach. Packen hier... Das können wir da nicht drunter setzen. Dann packen wir hier den Versorgungsturm hin und setzen eine neue Zuglinie ein, die von Knoxville nach Atlanta fährt, automatisch beladen ist. Und Lokomotive haben wir die hier. Einen Lokführer können wir dafür einstellen. Sehr gut. So, dann können wir auch mal in die Forschung wieder gucken. Hier haben wir nämlich auch Möglichkeiten. Erhöht die Leistung der Lokomotiven. Erhöht auch die Leistung. Verringert die Kaufpreise. Wie teuer sind die denn? Mal gucken. Hier haben wir jetzt Postwagen und Speisewagen. Okay, wir nehmen hier mal die Post und die Speisewagen mit. So. Und dann schauen wir mal in die Aufgaben rein. Was ist denn das nächste? Unternehmenswert, bringe 7000 Passagiere. Neuer Geschwindigkeitsrekord. Oh. Naja, es wird wohl nicht lange dauern, bis meine Lokomotiven den Rekord eingestellt haben. Cool. 65 Kilometer pro Stunde. So, der fährt jetzt hier runter. Und wenn ich es richtig sehe, braucht der hier Bretter und Milch. Bretter und Milch. Hier oben gibt es Kühe, die aber leider keine Milch produzieren. Und hier unten gibt es Bretter. Gucken wir doch mal, ob wir die irgendwie da rausbekommen. Das Blöde ist, dass man hier irgendwann dann langsam nur noch die Sachen der anderen kopiert, also die Bausachen der anderen oder was sie hier für Strecken gebastelt haben. Oh, du bist also noch nicht ganz sicher. Immer Zahlenraum 0 bis 1. An diesem Betrieb steht bereits ein Bahnhof. So, wir haben den hier einmal erweitert und ziehen jetzt von hier nach da so ein Teil, das geht. Können wir hier drauf so einen Versorgungsturm setzen? Nee, ist eine Brücke. Verdammt. Okay, dann müssen wir den wahrscheinlich hier irgendwo ransetzen. So. Und hier nehmen wir jetzt eine Lokomotive, die von dort nach dort fährt. Ja, von mir aus automatische Beladung und eine Fracht mit sich führen kann. Nehmen wir einen Lokführer mal mit rein. Was bringt der? Wartungsbedarf minus 20. Okay. Sehr gut. Was gibt's hier noch für Leute? Büropersonal, hinterlistig. Kommt mit launigen Menschen gut zurecht. Spürt Ungereimtheiten in Angeboten auf. Und senkt dadurch die Kaufpreise um 18%. Nö. Spion. Stiehlt einem ausgewählten Kontrahenten eine von ihm bereits erforschte Technologie. Brauche ich auch nicht. So, ich habe mein Netz ausgebaut und habe jetzt über fast 11.000 Kilometer Streckenlänge. 11.000 Kilometer? Das klingt ganz schön weit. Da Betriebsmittel fehlen.
So, wem fehlen hier Betriebsmittel? Ihm. Dieser Lokomotive, die hier hochfährt. Ah ja, da habe ich hier anscheinend wirklich einen Versorgungsturm vergessen. So. Problem gelöst. So, wir haben jetzt noch einen Heizer. Gucken wir mal kurz. Vielleicht können wir den hier mit reinsetzen. So, wunderbar. Was habe ich hier? Die habe ich neu. Die ist noch nicht erforscht. Okay, alles klar. Ja, so, dann haben wir hier unten jetzt ein bisschen ausgebaut. Hier geht's auch runter. Da fährt der wiederum rein von da und holt ja Holz. Das sollte passen. Müssen wir mal gucken, können wir hier in der Stadt irgendwas erwerben? Das gehört ihr. Wir können hier auf jeden Fall was bauen. Sehenswürdigkeit, mehr Reisende, Museum, erhöht die Zufriedenheit. Okay, dann würde ich eigentlich ganz gerne eine Universität bauen. Gucken wir mal da oben. Ja. So. Dann haben wir hier auf jeden Fall bei der Forschung eine Universität, würde ich gerne noch bauen. Da haben wir hier genau 60 Punkte pro Monat. Müssen wir mal gucken. In Knoxville. Da habe ich schon was gebaut. Gibt es hier noch andere Sachen? Louisville. Louisville ist jetzt auch besser unterstützt. Ah, super. Da kann ich noch die letzte Universität, die ich bauen will, reinsetzen. So. Und jetzt müssten es 60 Punkte sein. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und die anderen Sachen fahren jetzt hier schön hin und her. Wir können mal in unsere Zugliste schauen. Hier haben wir irgendwie... Die bringt gar nichts. Ich weiß gar nicht, warum. Weil die lädt ja voll hier und bringt die Sachen darüber. Die anderen nicht, ja? Merkwürdig. Okay, hier könnte ich aber jetzt Sehenswürdigkeiten... Erhöht die Anzahl der Reisenden. Museum. Erhöht die Zufriedenheit. Dann brauchen wir doch mal eine Sehenswürdigkeit. Was ist das hier? Ja, ich will lieber sowas bauen. Ist doch viel schöner. So, haben wir hier eine schöne Kirche hingesetzt. Wunderbar. Okay. Geld haben wir auch echt genügend derzeit. Wir müssen also uns ein bisschen an neue Strecken ranwagen. Aber wir haben hier teilweise halt echt schon das Problem, dass die Städte ziemlich zu sind. Naja. Ich habe übrigens heute mal ein bisschen gelesen nochmal zum Spiel. Sekunde. Nö. Jetzt ein bisschen gelesen zum Spiel. Es soll demnächst, das Spiel kommt wohl ziemlich gut an. Die Entwickler freuen sich natürlich tierisch darüber. Und es soll dann auch irgendwann eine große Karte geben. Ach, guck mal, hier sind Indianerdörfer. Das ist ja cool. Es soll eine große Karte geben, eine Gesamtkarte der USA, wo man dann wirklich sehr, sehr große, lange Streckenlinien bauen kann, was ich auf jeden Fall schon mal ziemlich cool finde. Was mich echt am meisten stört... Da werde ich doch mal ein wenig den Einsatz erhöhen. Okay, die haben Aktien gekauft. Dann kaufen wir doch auch mal Aktien, wir haben ja Geld jetzt. Also einerseits von ihm hier. Oh, die haben uns überholt. Okay, wir kaufen hier erstmal mehr Aktien. Kaufen wir mal so ein 20%-Paket. Man könnte fast glauben, dass du versuchst, meine Aktien aufzukaufen. Nein. Das machen wir nicht. So, und von hier müssen wir jetzt wieder weiter, zum Beispiel nach Charleston. Können wir hier auch einen kleinen Bahnhof reinsetzen? Na, komm. So. Du hast noch nicht verstanden, dass mein Bahnhof in dieser Stadt ausreicht. So, setzen den hier ran. Wunderbar. Und vergrößern jetzt einfach mal unser Unternehmen hier. Wir haben, wie gesagt, ja genügend Geld. Zuglinie von da nach da. Und eine Lok, die Express liefert. Zugbegleiter, ja, können wir mal mitnehmen. So. Dann haben wir hier schon den nächsten Step dran. Und hier nach oben... ich weiß nicht, ob das geht. Könnten aber hier auch noch ein bisschen ausbauen. Wie sieht's aus? Größerer Bahnhof. Kann man machen. So. Dann würden wir hier... Ich guck mal kurz, geht es? Können wir hier ein Stück rausschneiden?
weil das Objekt gerade in Benutzung ist. Ah, okay, der fährt gerade dahin. Wenn er drüber ist, sollten wir das rausschneiden können. Und dann würde ich das eigentlich gerne auf ein anderes Gleis legen, damit die sich nicht in die Quere kommen. Achso, kann ich gerade nicht. So, jetzt kann ich das hoffentlich. So. Zack. Und dann packen wir das auf das Gleis. Wunderbar. Dann kommen die sich nicht in die Quere. So, und hier müssen wir jetzt mal schauen, ob wir das hinkriegen. So. Okay, den Rest lassen wir mal so. Und dann setzen wir hier im Bahnhof. Wo geht's noch hin? Da, so in die Richtung. Okay, dann versuchen wir den hier so ein bisschen schräg zu setzen. Gott, war auch schon schwierig. Hallo? Was ist denn los? Wieso kann ich den nicht setzen? Ich möchte doch nur einen Bahnhof setzen. In einer Stadt sind höchstens zwei Bahnhöfe erlaubt. Ach, krass. Das wusste ich auch nicht. Eieiei. Dann haben wir ein Problem. Gut, hier drüben könnte ich noch einen hinsetzen. Aha. Und wir könnten hier eine Verbindung rüberbauen. Dazu müssten wir dann hier aber ein bisschen was ändern. Schauen wir mal, ob das geht. Und zwar, wenn wir... Okay, wir lassen den Zug da erstmal reinfahren. So. Dann nehmen wir hier das Stück raus. Das lassen wir mal. Nehmen dafür... Na, hier dieses Stück rein. Machen wir mal so. Dann haben wir es unten zwar wieder auf das falsche Gleis gesetzt. Na verdammt, und den müssen wir da mal rüberfahren lassen erst. Okay. Ah ne, das geht. Okay. So, und an der Stelle, wo können wir hier was abreißen? Ja, das ist ja Mist. Das ist ja Mist. Also das mit dem Abreißen ist teilweise hier echt problematisch. Hier kann ich zwar was wegnehmen, aber hier komme ich jetzt nicht rüber, ne? Nee. Dann muss ich das wirklich ganz abreißen? Ah, nervig. So. So. Oh, jetzt kann ich den Kram hier wegnehmen. Dann ziehe ich... Nee, andersrum. Ups, Vorsicht. Den hier hin. Ja. Und den weiter daran lang. Okay, und dann darauf. Okay. So, dann brauche ich hier Signale. Eins so. Na, eins hier. So. Gut, und dann habe ich hier eigentlich eins frei und könnte dort rüber gehen. Müssen wir mal gucken. Hier haben wir jetzt zwei. Dann erhöhen wir mal den Bahnhof hier, die Anzahl. So. Okay, American Central vergrößert sein Netz. Okay. Also so langsam kommt uns wirklich die Konkurrenz auch ein bisschen auf die Schliche. Okay, gucken wir mal. So. Wenn wir das jetzt so setzen würden. So. Hier rum. Okay. So. Dann nehmen wir hier ein bisschen hoch. Okay, hier von mir aus auch. So. So. Na, was ist denn jetzt los? Okay, da hinten ist es halt so. So. Dann fährt die hier lang, da lang. Wieso gibt es hier jetzt eine Steigung? Aber die ist echt gering. Okay, also so würde das passen. Hier nehmen wir es ein bisschen raus. So, aber trotzdem, ja, so ist okay. Zack. Einmal einen Versorgungsturm in die Mitte. Und dann hätten wir hier eine Verbindung von Augusta nach Atlanta. Mit einem Expresszug. So. Genau, dann haben wir darüber auch eine. Wunderbar. Und hier könnten wir mal gucken, wo haben wir hier noch keine Verbindung. Hier gibt es keine. Und wir haben ja noch ein Aufgabenproblem. Und zwar erziele
Quatsch, hier bringe 7000 Passagiere ohne Halt von Toledo nach Augusta. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt überhaupt noch machbar ist. Doch, Augusta ist hier. Okay. Das heißt, wir müssen hier noch mal dran bauen, oder? Wie würde man fahren? So wahrscheinlich. Okay. Schauen wir mal. Hier und da. Geht es? Nee, das geht nicht. Müssen das eh weiter hier hinten abreißen. So. Man würde jetzt hier erstmal so eine Spur setzen. Okay. Um dann hier nochmal ranzugehen. Passt. Sehr gut. So. Und jetzt hätten wir das Problem, dass wir hier oben irgendwo ran müssen. Uiuiui. Könnte zum Beispiel da rangehen. Hier fährt der. Wenn wir jetzt hier. Oh, das passt auch nicht. Müssen wir mal gucken, dass wir hier überhaupt nochmal irgendwo. Wir kommen einfach nicht weg von dem Teil. Schwierig, schwierig. Ich will hier eigentlich noch eine Spur rankriegen. Klappt aber nicht. So. Da noch ein Stück? Ne, keine Chance. Kriege ich nicht ordentlich hin. Okay, was haben wir noch für Möglichkeiten? Die darauf zu führen. Probieren einfach mal das rauszunehmen. Kriegen wir also von hier. Ja, oder wir machen es andersrum und setzen einmal von dort. Was ist denn jetzt los? Wieso geht das nicht? Nochmal. Von hier. Jetzt geht's. Nach dort eine Strecke. So. Müssen wir mal gucken. Hier geht es jetzt im Gebirge durch. Das kostet uns sehr, sehr viel Geld. Könnten also mal schauen, dass wir hier zum Beispiel so ein Stück verrutschen, das Ganze. Dann haben wir hier eine 3% Steigung. Das ist eigentlich ganz gut. Kostet schon deutlich weniger. Nehmen die Steigung hier mal ein Stück runter. Hopp, nee. Und setzt dafür hier was rein. So. Das ist auch noch nicht so optimal. So, jetzt geht es da ein bisschen rein. 1%, 2%. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und wir würden bis da oben kommen. Nehmen wir das doch mal ein Stück zurück. Bis da. Okay. Super. Dann hätten wir hier ein Gleis fertig. Wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie da rankommen. Könnten also zum Beispiel sagen. Wie kommen wir denn von dem auf den? Wenn wir jetzt hier. Hier bauen wir eine Abzweigung hin. Okay. Und dann, also hier ist er rechts, das heißt, er fährt da lang und aus der Gegenspur müsste er dann von hier nach. Geht nicht. Hä? Was ist denn los? So würde es gehen, okay. So. Und von hier müsste er dann da ranführen. So zum Beispiel. So, dann brauche ich den eigentlich nicht mehr. So, jetzt muss ich nur gucken, wie baue ich hier die Gleisanlagen. Hier haben wir so ein Gleis. Der fährt da lang und der fährt. Der kann ja gar nicht. Kann er da rüberfahren? Geht das? Ich weiß nicht, ob der da so lang kommt. Ja, also quasi der Zug, der darauf fährt, fährt er hier dann zurück. Okay, ich könnte noch Folgendes machen. Ich könnte hier
bisschen was wegnehmen, indem ich sage, so. So. So, dann verbinde ich erstmal die. Ja. Und dann kann ich hier rausgehen. Und, wo ist hier das andere Stück? Dahin gehen. So. Und dann kann ich den hier... Dachte ich irgendwie darauf führen. Kann ich gerade nicht. Muss ich mal schauen, dass ich hier ein größeres Stück rausschneide. Auch interessant. Das geht auch nicht. So. Ah, na gut. Okay, können wir auch so machen. So, dann haben wir jetzt hier... So. Komm schon. Was? Das ging doch gerade. Ach ja. So. Ich stelle mich ja auch gerade ein bisschen blöd an. Wieso passt der denn jetzt nicht mehr darauf? Ah, so passt es. Okay. Also. Was? Ich habe doch das gerade gebaut hier. Habe ich nicht? Habe ich nicht drauf gedrückt? Okay. So, jetzt nochmal. Rechte Seite. Linke Seite. Okay. Der fährt da lang, der fährt da lang. So, hier unten. Hat jetzt der Zug irgendwie die Seite gewechselt. Ich weiß gar nicht warum. Das soll er doch nicht tun. Okay. Lassen wir den erstmal kurz da oben rauffahren und dann reißen wir den ganzen Kram ab. Das macht doch gar keinen Sinn hier. So, hier unten auch. Dieses Zwischenstück raus. Okay. Das sollte funktionieren. So, die suchen sich dann wieder ihre eigene Strecke. Und hier an der Stelle... Genau, geht das so. Und hier hätten wir jetzt eine und noch eine. Und könnten jetzt hier einen langen Zug einsetzen, der von Toledo nach Augusta fährt. Sieht gut aus, oder? Ist jetzt auch so ein bisschen orange hier, die Strecke. Gut. Beladung automatisch, Lokomotive wählen. Ja. So, wir würden hier zwei Versorgungstürme reinsetzen. Einen so entweder da, hier zwischen am besten, einen da würde ich sagen. Und einen hier. Super. Haben wir zwei. So, und jetzt würde man hier quasi... Am besten auf der linken Seite noch eine zweite Spur nebensetzen. Kriegen wir das hin? Boah, schwierig. Geht eigentlich nicht. Dann müsste man die gleich hier drauf fahren lassen. Okay. Gut, können wir aber machen vor der Brücke. So, und dann probieren wir mal. Eins. Zwei. Drei. Passt. Gehen hier wieder runter. 4. Hier hat er. Hier zickt er gerade rum. Tut er nicht. Okay. So. Bis dahin. Das Stück bauen wir mal. Genau, dann haben wir 1, 2. So, und dann geht der hier noch drauf. So. Okay, dann haben wir jetzt hier noch eine Spur mehr, die hier ranführt. Führen quasi alle Wege nach Toledo. Genau, und hier unten muss es dann genauso... Na, was ist denn hier los? Da geht's, ja. Hier, einmal da, einmal da. So, und dann könnten wir den Zug, der hier drauf fährt, sogar noch klonen. Okay. So, dann haben wir hier auch wieder einen Zug, der hoch und runter führt und der hoffentlich dann unserer Aufgabe näher kommt. Hier haben wir wieder 200 drinne. Ich brauche aber 300 Punkte, ja, für die Forschungsaufgaben. Müssen wir dann mal schauen. Oh, ich guck mal hier rein. Bis 850 ist hier auch noch richtig viel Platz, bevor wir in die nächste Epoche überhaupt kommen können. Ja, das ist übrigens auch noch eine Zusatz, den die Entwickler bringen wollen. Ja. Ach, jetzt können wir ihn entwickeln. Nämlich, dass man... die Epochen alle zusammen durchspielen kann, nacheinander. Also ganz große Landkarte, alle Epochen. Bin ich ganz gespannt drauf. In dem Postwagen
Frachteinnahmen für Lebensmittel. Ticketeinnahmen. Gucken mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hat er jetzt nur noch. Bringt aber wahrscheinlich dann hier mehr. Und den anderen ersetzen wir auch mal. Postwagen und Speisewagen. Super. Okay, hier kommt der Gegenzug. Dann gucken wir uns den mal kurz an. Mal kurz schauen. So. Okay, der hat jetzt hier wirklich diese Post- und Speisewagen. Und dazwischen hat er dann weniger, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sind es denn nur noch 6 Wagen? Nicht so aus eigentlich. Ich würde sagen, der belädt immer noch genauso viel. Aber ich weiß es nicht genau. Okay. Gut, wir gucken mal uns die nächsten Projekte an, die wir machen können. Wir haben hier unten immerhin nach Scharzen was gelegt. Wir müssten jetzt mal gucken, was die Städte noch so brauchen. Oh, hier gibt es Möbelfabriken anscheinend. Oh, können wir mal eine Sehenswürdigkeit reinsetzen. So. Und dann bauen wir lieber, also kaufen wir uns lieber irgendwelche... beschleunigt die Wartung deiner Züge? Nee, kaufen wir uns lieber irgendwelche Sachen hier, anstatt irgendwelche Sehenswürdigkeiten zu bauen oder so. Würde ich mal vorschlagen. Okay, hier kommen jetzt die nächsten. Das heißt, wir müssten gleich bei der Aufgabe die ersten Sachen für diese Aufgabe mit dem Hin- und Her-Transportieren bekommen. Schauen wir mal, was der hier im Gegenzug mitnimmt. Ein paar Möbel, interessanterweise. Okay, und gucken jetzt mal bei den Aufgaben rein. Hier, da haben wir jetzt schon ein paar. Okay, beim Unternehmenswert muss ich noch ein bisschen nachhelfen. Das ist irgendwo eine Brauerei, die hier oben, die kann ich mir aber beim besten Willen gerade nicht leisten. So, Toledo Augusta. Wir haben hier die Teile, wir gucken uns mal ein bisschen an. Toledo Pittsburgh. Toledo Pittsburgh. Okay, Pittsburgh. Toledo Pittsburgh, wo ist denn Pittsburgh hin? Ah, hier drüben, ne? Naja, da will anscheinend gerade noch keiner wirklich hin. Okay, jetzt geht's aber wieder. Gucken wir doch mal. Speisewagen, Postwagen. Und hier den anderen auch. Quatsch. Waggons. Speisewagen, Postwagen. Wir haben hier noch einen Zugbegleiter, den wir einstellen können. So. Und irgendwo gibt es eine Auktion. Verdammt, habe ich verpasst? Okay. Das heißt, wir könnten die hier wirklich mal umbauen. Bringt uns das so viel mehr mit diesen Wagen? Was ist hier los? Hat 1% Aktien gekauft. Aktien von mir? Kann ich meine eigenen Aktien eigentlich kaufen? Okay, 1% kosten 500.000 derzeit. Aber ich kann anscheinend nicht meine eigenen Aktien vom Markt wegkaufen. Okay, und sie hat uns jetzt aber hier deutlich überholt, weil sie deutlich mehr Züge einsetzt. Okay, und ihn kriegen wir wahrscheinlich nicht. Also ihn kriegen wir vielleicht noch. Aber sie wird schwierig. Unglaublich. So, worauf wartet der da eigentlich gerade? Hier... Ah ja, dass das hier frei wird, okay. Alles in Ordnung. Da werde ich doch mal ein wenig den Einsatz erhöhen. Okay. Gut, da gibt's schon zwei Bahnhöfe. Hier gibt's erst einen. Ich habe aber nichts in der Nähe, wo ich wirklich wegkomme. Und hier gibt's ja nicht mehrere Bahnhöfe. Das heißt, ich könnte theoretisch da nach oben gehen. So, mal gucken, wenn wir hier jetzt so lang ziehen, ja, das würde gehen, und dann dort in die Stadt rein, könnte mal gucken, Erpressung, ja komm, zahlen wir. Okay. Gut. Und der schleppt sich hier quasi jetzt hoch.
Habe ich da vielleicht den falschen Zug gewählt? So, mal gucken. Eigentlich nicht, oder? Das ist doch der... Gucken mal hier. Ja, Sekunde. Das ist der. Kann sein, dass ich hier den falschen Zug gewählt habe, oder? Oder bringt der... Ach nee, der bringt ja gar keine Waren. Okay, der bringt jetzt Fleisch darüber. Hm. Ich müsste das eigentlich irgendwie besser trennen. Die beiden Arten von Zügen. Hm. Muss ich nochmal schauen, wie ich das machen kann. Hier habe ich ja auch eine Verbindung nach oben. Der Zug. Was transportiert der? Bier. Auch interessant. Eigentlich... Ja, eigentlich müsste ich es trennen. Der transportiert aber Möbel. Ha. Das ist dann schon kompliziert. Aber habe ich genug, um andere Sachen zu transportieren? Also kann ich den quasi nicht Möbel transportieren lassen? Hm. Ja, genau das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute. Bis dahin.